Ein neues Interview zum Thema Germany's Next Topmodel 2023. Ida musste leider in der letzten Folge ausscheiden. Sie hat es nicht ins Halbfinale geschafft und heute möchte ich mit ihr ja darüber sprechen, woran es eventuell gelegen hat und wie diese Zeit generell war. Ich meine, sie hat mega performt, sie hat mega abgesahnt, hat große Jobs bekommen und ich glaube auch, dass da eine große Karriere auf sie wartet und was ihre Pläne nach Topmodel sind, das erfahren wir hoffentlich heute in diesem Video. So, Ida, willkommen hier auf diesem Kanal. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich mach's einfach, wenn nicht, schimpfst du mit mir. Ich habe wirklich um dich gekämpft, dich hier im Talk zu haben. Du bist auch sehr viel beschäftigt. Ich glaube, du bist jetzt schon die nächsten Tage wieder im Ausland. Ja. Und ich bin sehr froh, dass es doch geklappt hat. Also Leute, wirklich jetzt, ja? Also hier habe ich aber richtig gekämpft bis zum geht nicht mehr. Ich bin so froh, dass es geklappt hat, weil ich weiß, du hast super viele Fans draußen. Ich weiß, dass es sicherlich ganz, ganz viele Leute gibt, die sich nach der letzten Folge denken so, was ist passiert? Und das frage ich mich auch. Wenn ihr Ida folgen wollt, Instagram und alles ist unten verlinkt. Ich bin sehr gespannt, was wir heute hier alles erfahren werden. Du sag mal, war das deine erste Bewerbung bei Topmodel? Ja, das war meine erste Bewerbung und die war auch sehr spontan gemacht, deswegen bin ich auch sehr froh, dass es beim ersten Mal schon geklappt hat. Ja, ich habe mich gerade, ich habe es befürchtet, dass du sagen wirst und ich habe mir so die Frage gestellt, wo war Ida eigentlich die letzten Jahre? Also hattest du nie Ambitionen, da irgendwie in dieses Geschäft einzusteigen? Doch, klar. Das Ding ist, ich habe mir immer gedacht, ah, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Ich war noch in der Schule damals und mir wurde auch mal gesagt, ey, GNTM, das musst du machen, du musst dabei sein. Es ist schon mein Ding, ja, aber irgendwie habe ich das immer verschoben. Ich wollte die Schule zu Ende machen, meine Ausbildung. Ich habe dann sogar gearbeitet und irgendwann, als ich in diese Arbeitsroutine reingekommen bin, dachte ich mir so, okay, hold on, das kann ich jetzt noch nicht für den Rest meines Lebens machen. Ich brauche eine Veränderung und ich muss erstmal das nachgehen, was ich machen möchte. Und ja, das war sehr spontan entschieden und es hat geklappt. Du hattest, glaube ich, auch irgendwo in der Sendung mal so ein bisschen was erzählt, dass es ja dann irgendwie die Entscheidung war, okay, was will ich jetzt machen? Will ich jetzt mit dem Thema Modeln anfangen oder will ich, ich sage jetzt mal, einen anderen Beruf machen? Ist das eine sehr schwierige Entscheidung gewesen, dich dann erstmal irgendwie final, ich sag mal, für Topmodel entscheiden zu müssen? Es war, die Entscheidung ist mir ganz leicht gefallen, um ehrlich zu sein. Das war dieses, ich bin auch sehr, also ich bin ein Mensch, ich will mein Leben genießen, ich will, dass es mir gut geht, ich will, dass es mir mental gut geht, ich will, dass ich ein gesundes Mindset habe und deswegen hatte ich mich auch entschieden gehabt, meinen Job zu verlassen, weil es ist etwas, was ich gern gemacht habe. Ich würde mich natürlich auch irgendwann in Zukunft auch wieder darin sehen, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ach, ja, das ist meins. Jetzt bei GNTM habe ich gemerkt, Modeln, es ist ein Muss für mich, ich kann nicht anders, es ich bin auch so froh, dass ich so viele Möglichkeiten bekommen habe bei GNTM und ja, es geht einfach weiter. Bei dir sieht immer alles so aus, auch wenn wir jetzt gerade so drüber sprechen, dass für dich immer alles sehr leicht ist. Also mit leicht meine ich, dass du dich nicht so schwer tust, damit eine Entscheidung zu treffen oder irgendwie auch, keine Ahnung, selbst bei GNTM, es ist irgendwie egal, welche Challenge es ist. Du machst es einfach immer mit einer Leichtigkeit, ohne dass man das Gefühl hat, dass es dir in irgendeiner Art und Weise schwerfällt. Warst du schon immer so? Ja. Ja? Ich bin ehrlich so, das habe ich von meinem Vater, um ehrlich zu sein. Er ist der gechillteste Mensch, den ich kenne. Egal was passiert, er ist so cool. Und meine Mutter eskaliert oft mit uns, weil sie sich denkt, Leute, ihr nehmt die Situation nicht ernst. Aber in Wirklichkeit gehen wir einfach ganz anders mit schwierigen Situationen um. Und das hat mir auch bei GNTM sehr geholfen, wirklich. Also ich bin so froh, dass ich diese Ruhe bewahren konnte, immer auch bei schwierigen Challenges, auch bei wichtigen Entscheidungen, wo ich wusste, okay, jetzt muss ich abliefern und. Deswegen, ja, das ist eine sehr große Hilfe gewesen. Warst du in irgendeiner Form aufgeregt und selbst wenn es nur der allererste Drehtag gewesen ist? Die erste und größte Aufregung gab es bei, ja, bei dem ersten Walk mit Peter Dundas. Alles, was danach kam, war nicht vergleichbar damit. Deswegen ging es mir immer gut. Ich war nie so richtig aufgeregt. Natürlich habe ich manchmal gesagt, oh ja, ich bin voll aufgeregt. Aber in Wirklichkeit habe ich eine sehr gute Ruhe bewahren. Und also ich konnte die Ruhe bewahren und ich konnte dann auch abliefern zum Glück. Deswegen bin ich dann immer mit dem gleichen Mindset reingegangen. Egal ob Walk oder Shooting, nicht so, it is what it is, wir müssen es machen und wir ziehen jetzt durch. Ja, ist eigentlich eine gute Einstellung, ne?
So, also weil diesen Eindruck hatte ich auch. Also ich weiß, ich habe ja auch oft irgendwie manchmal gar nichts groß über dich sagen können, weil du einfach immer eine solide Leistung hattest. So. Und ich, da gab es aus meiner Perspektive nichts zu kritisieren. Gab es irgendeine Aufgabe? Ich meine, du hast es gesagt, klar, beim ersten Mal ist man wahrscheinlich am aufgeregtesten oder so. Aber gab es jetzt irgendeine Aufgabe, wo du sagst, die ist dir am schwersten gefallen? Also man hat es dir immer nicht angesehen. Ne? Du hast es ja immer so gut gemacht. Aber gab es etwas, wo du sagtest, so, boah, also das war echt krass? Lass mich überlegen. Ich denke, der Bellowalk. Okay. Der war, ich wusste, es wird nicht clean sein. Ich wusste, keiner von uns wird es perfekt hinkriegen können. Aber trotzdem, ich war die Einzige mit einem langes Kleid. Und ich wusste, es kann auch schwer werden, weil es wurde ja gesagt, ah, man sieht vielleicht nur ihre Beine nicht, deswegen sieht es so gut aus. In Wirklichkeit, mit dem Kleid ist es viel schwieriger, weil du kannst dich nicht frei bewegen. Deine Beine haben nicht genug Freiheit, um über diese Bälle zu laufen. Und das war schon eine Schwierigkeit. Und ich muss sagen, in der vorletzten Folge unter Wasser, es war gut für mich. Also ich habe es als gut empfunden. Aber ich hatte schon Schwierigkeiten, irgendwie einzuschätzen, ob es gut genug war. Und es war schon so eine Woche, wo ich dachte, okay, war das jetzt gut? War das jetzt nicht so gut? Denn es ist auch nicht einfach, wenn man bis jetzt nie Kritik bekommen hat von Heidi. Also ich habe nie eine krasse Kritik gespürt von ihr, wo ich sagen könnte, oh mein Gott, okay, jetzt ist es für mich vorbei. Sogar in der letzten Folge kam ich nicht drauf, dass es soweit ist. Ja, und deswegen denkt man sich immer, okay, ich will sie nicht enttäuschen. Ich muss auf diesem Level bleiben, wo mich die Leute auch schon kennen. Aber das ist jetzt die Frage, das ist sehr interessant, was du sagst. Wenn man jetzt eigentlich keine Kritik bekommt, könnte man ja sagen, ist das gut oder vielleicht auch nicht. Also da habe ich jetzt vorher nie drüber nachgedacht. Was hast du denn so in den ganzen Folgen immer für ein Gefühl gehabt? Ich würde jetzt sagen, wenn man nicht kritisiert wird, dann ist ja die Leistung zufriedenstellend. Ich muss sagen, die Folgen liefen reibungslos. Ich hatte keine Schwierigkeiten und nie das Gefühl, okay, es kann knapp für mich werden. Es kam nie dazu, wo ich meinte, okay, meine Zeit ist gekommen. Sondern ich wusste, ich bin ready für die nächste Challenge und egal was es ist, ich werde es machen. Sogar der Cringe Walk. Bei diesem Cringe Walk dachte ich mir, ich kann hier eigentlich gar nicht weglaufen. Also ich bin in der Villa und ich muss diese Übung machen. Ich muss es zeigen und das wird aufgenommen. Es wird gezeigt. Und ich so, ganz ehrlich, wenn ich das mache, dann ist vorbei. Und es läuft einfach ganz normal. War dieses Drag-Queen-Thema jetzt gerade auch in der letzten Folge, weil du ja auch gesagt hast, dass du eher so ein gechillter Typ bist und das hat man ja auch da so ein bisschen gesehen, gerade so bei diesen Proben, ich muss ehrlich sagen, meins wäre es auch nicht gewesen. Ist das auch noch eine Aufgabe gewesen, wo du sagst, die ist dir mit am schwierigsten gefallen? Die Aufgabe ist mir nicht wirklich schwer gefallen, es war einfach anders. Weil eigentlich habe ich, ja, was soll ich nicht unterbrechen, weil irgendwie, ich versuche gerade rauszufinden, was es bedeutet, wenn du sagst, dass du gechillt bist, weil, also entspannt bist du definitiv, aber du bist ja auch schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise extrovertiert, ne? Du bist ja jetzt keine, die in der Ecke ruhig sitzt, also eigentlich, ja, versuche ich gerade noch rauszufinden, was genau ist gechillt bei Ida? Ich weiß es nicht, ich bin ein sorgenfreier Mensch. Du kannst mir keine Sorgen bereiten und deswegen, selbst wenn so ein Cringe Walk oder diese Drag Show kommt, denke ich mir, okay, wir müssen das jetzt machen, ich muss irgendwie reinkommen, ich muss auch wandelbar sein, das ist einfach so. Ich muss in diesen Situationen einfach sagen, ey, okay, das bin ich jetzt und ich ziehe es jetzt durch. Klar, bei diesen Drag-Queen-Thema ist es nicht so einfach gewesen, weil mein größtes Problem die Schuhe waren. Ich habe die Folge jetzt noch nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, was da ausgestrahlt wurde, aber ich hatte Bandagen an meinem Fuß, damit ich nicht umknicke, weil der Schuh zu groß war. Es war auch ein nicht so einfacher Schuh und ja, es war eine schon große Challenge, würde ich sagen. Wie war das beim Covershooting? Ist das Covershooting im Vergleich, wenn man jetzt andere Shootings hat, gut, ich meine, unter Wasser ist jetzt natürlich auch eine Herausforderung, aber es gab ja auch andere Shootings, ist ein Covershooting für dich mit am schwierigsten gewesen, einfach weil es nur, ja, um einen selbst geht und man ja eigentlich mit relativ wenig Mitteln richtig krass performen muss, aber irgendwie auch ohne zu performen? Du weißt, was ich meine, du hast das Shooting gemacht, oder war das auch was, wo du sagst, nö, hat eigentlich ganz gut funktioniert? Ich muss sagen, ich bin
in das Harper's Bazaar Shooting reingegangen, so wie bei allen anderen Shootings. Ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht. Ich denke, ich habe nicht mal realisiert, dass ich es so weit geschafft habe. Bei mir war das, also jede Woche war für mich so, okay, check, nächste, check, nächste. Ja. Es war nicht so, oh mein Gott, so, was geht jetzt ab oder was soll ich jetzt machen? Deswegen bin ich da ganz normal reingegangen. Klar, ich war die Erste, das ist schon ein ganz anderes Feeling, aber die Atmosphäre war gut, der Fotograf war sehr nett und ich habe auch ein bisschen hören können, auch so was Heidi so ein Feedback gibt, deswegen dachte ich mir so, okay, läuft gut. Die haben auch die Schwierigkeit gesehen, nicht, dass ich, also der Fehler war, sag ich es mal so, sondern erstmal die Umgebung, die mussten erstmal abchecken, wie, wo was muss und die wollten einmal entscheiden, sag ich es mal so, welche Pose die bei mir sehen wollen. Und ich habe einfach nur das gemacht, was mir gesagt wurde. Und ja, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es so schlecht gelaufen ist. Nee, war es auch gar nicht. Also ich meine, bei den anderen war das ja letztendlich auch so. Kann ich ja schon mal sagen. Ich meine, du hast ja, wenn du die Folge jetzt noch nicht gesehen hast, alles, du weißt ja dann nicht, was passiert ist, weil du siehst ja die anderen nicht so. Also die haben schon alle auch Anweisungen bekommen. Ja, und da wurde immer gesagt, was man machen muss. Die eine vielleicht zu viel gepostet, die andere zu wenig, die andere hat aus dem Bild rausgeguckt, so, ne? Schwierig. Aber nee, ich fand jetzt auch das, was ich bei dir gesehen habe, eigentlich ganz gut. Ja. Wie ist denn das eigentlich mit den Jobs? Also ich meine, du hast ja zum Beispiel relativ am Anfang einen richtig krassen Job bekommen. Gibt einem das einen Push, also einen krassen Push, dass man so denkt, puh, ich glaube, ich könnte es hier im Wettbewerb relativ weit schaffen? Ich sag mal so, der erste Job war für mich einfach ein Highlight. Also das war unbeschreiblich, diesen Job zu kriegen. Weil ich habe gedacht, ich sag mal so, Leute, also ich habe noch nie GNTM geguckt gehabt. Das heißt, ich bin ohne irgendwelche Erwartungen reingegangen. Ich hatte schon vergessen, dass es Jobs gibt. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommen wird. Und bei diesen Jobs habe ich dann gedacht, ey, ich versuche einfach mich da ein bisschen, ja, durchzuschleichen, ohne irgendwie Jobs und so zu kriegen, weil ich nicht daran geglaubt habe, dass ich überhaupt einen Job kriegen würde. Und ja, das war ein sehr großer Push für mich persönlich, damit ich weiß, ey, okay, ich bin hier richtig, ich krieg das schon hin. Aber ich muss sagen, der Grund, wieso ich dachte, dass ich es so weit schaffe, sind meistens die Mädels, die mit mir dabei waren, weil die sehen das aus einer anderen Perspektive, die sagen, ey, du bist gut, du kommst gut an, du kannst walken, du kannst shooten, du bekommst keine Kritik, also kannst du es nur weit schaffen. Und ich muss sagen, diese Staffel ist auch eine sehr schöne Staffel für mich, weil alle Mädels waren so dieses Girl Support Girls, auch wenn es mal Streitereien und Diskussionen gab, bei uns war es immer gut. Also uns ging es allen gut und behind the scenes, sag ich mal so, haben wir alle miteinander gesprochen, also da gab es keine Probleme. Aber gerade bei dir sind ja auch wirklich krasse Freundschaften entstanden, ne? Ja, klar. Ich bin auch sehr froh darüber. Es ist echt krass, weil wenn man es nicht erlebt hat da drin, dann kann man es auch nicht verstehen. Menschen verstehen nicht, dass diese Mädels, die ich hier kennengelernt habe, so eine Freundschaft werde ich nie wieder finden, weil das ist eine ganz andere Situation, die wir da durchgemacht haben und wir verstehen uns einfach viel zu gut, was das angeht. Obwohl wir so verschieden sind, das ist das Krasse an der Sache. Und das hast du auch gerade gesagt, das, was ich eigentlich auch ganz schön fand. Also ja, klar, es gibt immer mal Reibereien, ja, also brauchen wir jetzt nicht nochmal thematisieren, habe ich mit Cassie schon sehr ausreichend drüber gesprochen, ja. Aber trotzdem hatte man ja schon das Gefühl, dass ihr euch alle gegenseitig den Erfolg gönnt. Ja, ja. Und wenn jemand... Ich kriege auch sehr oft die Frage... Ja. Ja, wie ist es mit Selma? Ihr seid doch so gut. Seid ihr keine Konkurrentinnen? Selma ist meine größte Konkurrentin. Das habe ich so oft gesagt. Aber sie ist auch eine meiner besten Freundinnen da drin. Und deswegen weiß ich, dass wenn Selma einen Job bekommt, dann ist es, weil sie es ist. Also ich kann mich nicht mit ihr vergleichen. Nicht vom Aussehen her, nicht vom Vibe her. Deswegen sei es uns beiden gegönnt, wer halt den nächsten Job bekommt. Ja, also da, ja, nee, aber das ist eigentlich auch eine ganz gute Ansicht. Ja, klar. Ihr seid so unterschiedlich, das heißt, wenn man sich für Selma entscheidet, dann liegt es einfach wirklich daran, weil genau dieser Typ gefragt wurde. Aber genau. Ich finde, das hat sich, ich meine, du hast jetzt Topmodel auch nicht verfolgt, wie du es gerade gesagt hast. Ich finde, da hat sich auch vieles ein bisschen verändert. Also ich meine auch von der Ansicht der Leute. Früher war der Konkurrenzkampf größer. Ich will nicht sagen, dass es heute keinen Konkurrenzkampf mehr gibt, weil natürlich möchte irgendwie jeder also auf den ersten Platz kommen. Sonst, ich meine, wäre man ja nicht da. Aber man gönnt es halt trotzdem den anderen. Ich finde, früher war das ein bisschen anders. Aber ja, du hast es nicht so verfolgt, deswegen ist es okay.
Ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass ich es in dieser Staffel geschafft habe, weil jedes Model da drin war wirklich, als ich reingekommen bin und gesagt habe, ich habe einen Miss Me Job, diese Liebe, die ich gespürt habe und einfach diese Freude, ich dachte mir so, oh mein Gott, danke. Und wir haben sogar Tage später darüber gesprochen und ich dachte mir so, das ist das Gefühl, was man kriegen möchte. Und deswegen, egal wer einen Job bekommen hat, ich habe mich immer für die Person gefreut, weil ich mir dachte, ey, sei es dir gegönnt, ich weiß, wie du dich fühlst und das möchte ich dir auch zurückgeben. Ja. Wie war denn das? Ich meine, du bekommst diesen Job, du hast dieses Shooting für diesen Job, für diese Kampagne und dann vergeht ja noch mal ein bisschen Zeit, bis das veröffentlicht wird. Ja, dann ist das irgendwann veröffentlicht und auch ich habe dir damals Fotos geschickt, egal durch welche Stadt ich gelaufen bin, ob das jetzt in Berlin war oder woanders, überall hingst du in diesen Schaufenstern. Das stelle ich mir sehr krass vor, wenn du das dann siehst. Es ist auch sehr krass. Es ist einfach, ich konnte es einfach nicht realisieren. Ich habe mich gesehen und ich so, oh mein Gott, das habe ich vor ein paar Monaten noch ja, mitgemacht. Und jetzt auf einmal ist es so real, dass jeder es sehen kann. Und ich muss sagen, das war auch ein sehr großer Push. Wir sind immer noch sehr gut mit Intimissimi am Arbeiten, würde ich sagen. Deswegen bin ich auch sehr froh, so einen großen Job bekommen zu haben. Das ist für mich der Job, den ich kriegen könnte. Ja, das würde ich so unterschreiben, ja. Wie ist denn das eigentlich mit dem Thema Öffentlichkeit? Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt wahrscheinlich, wenn du vor die Tür gehst, des Öfteren angesprochen wirst. Ja, das ist echt krass. Also, ich sag mal so, ich bin zu GNTM gegangen, um ein Model zu werden und habe vergessen, was noch auf mich zukommen wird danach. Und dass Leute mich einfach auf der Straße erkennen und mich ansprechen. Ich war im Urlaub, egal ob auf Ibiza oder auf Mallorca, ich wurde einfach erkannt, Leute haben mich angesprochen, ich so, oh mein Gott, danke, ich so, hi, ja, klar können wir Bilder machen und. Ich könnte mir niemals vorstellen, Nein zu jemandem zu sagen, der ein Bild mit mir möchte, weil ich es schon krass finde, dass die Leute sich trauen, einfach zu dir zu kommen und zu sagen, so, hey Ida, ich bin ein Fan von dir, wollen wir ein Bild machen? Ich so, ja, machen wir. Letztens war ich einkaufen, ich hatte gerade meine Tellerglas gekauft und sie so, ja, können wir bitte ein Bild machen? Und ich so, ich sehe so aus. Und die so, ja, nicht schlimm, ne? So, ja, ne. So, ganz ehrlich, wir machen das. Ich so, hier, bitteschön. Ich liebe es. Also ich komme damit sehr gut klar. Wie ist das für dein, du hast einen Freund, ne? Ja. Ich stelle mir das immer auch manchmal dann schwierig vor. Ja, ich kenne das ja auch ein bisschen, aber natürlich nicht in dem Ausmaß wie jetzt bei dir. Es geht ja dann trotzdem so ein bisschen Anonymität flöten. Also Fakt ist, wenn du mit deinem Freund unterwegs bist, es geht auch nicht nur um deinen Freund, es ist ja egal, mit wem du unterwegs bist. Du bist ja, ne, also irgendjemand erkennt dich ja immer. Das heißt, so eine Anonymität wie vorher, man geht im Schlabberlook raus und ne, verhält sich manchmal vielleicht auch. So, weißt du, was ich meine? Macht das was mit einem? Also denkt man daran, dass man jetzt nicht mehr anonym unterwegs sein kann? Manchmal vergisst man das, um ehrlich zu sein. Ich laufe immer noch so rum, wie ich möchte oder wie mich hier die Leute kennen in der Gegend. Aber es ist auch etwas, wofür ich auch stehen möchte. Ich meine, nur weil ich jetzt erkannt werde auf der Straße und ja eine gute Reichweite habe, heißt es nicht, dass ich jetzt jeden Tag so aussehen muss und einfach nur ready sein muss für Bilder, sondern ich muss trotzdem gechillt sein. Ich will mein Leben ganz normal leben und egal wie, egal wann, ich bin ready für Bilder. Ich meine... Ja, du wirst wahrscheinlich auch keine andere Wahl haben, um es einfach mal auf den Punkt zu bringen, als das auch so entspannt anzunehmen. Wie entspannt warst du eigentlich, als du es nicht ins Halbfinale geschafft hast? Du hast ja gesagt, du hast immer alles mit so einer Leichtigkeit gemacht und ich finde es auch eine sehr gute Einstellung. Warst du auch so entspannt, als es dann hieß, Ida, jetzt leider ist es vorbei? Ja. Ich habe es sehr schnell akzeptiert. Ich habe es schon beim Feedback von Heidi gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil das, was sie mir ja beim Shooting gesagt hatte, oder beziehungsweise das, was ich wahrgenommen habe, war nicht das, was sie bei der Entscheidung zu mir gesagt hat. Und ich so, okay, irgendwas passt hier nicht. Und ich weiß, als eine bestimmte Person ihr Bild bekommen hat, dachte ich mir so, okay, jetzt wird's knapp. Und ich wusste, dass wir die letzten drei waren, das war, ich weiß nicht, wie es ausgeteilt wurde, das war Nicole, Anna-Maria und ich. Genau. Dann wusste ich, dass Nicole weiterkommen muss. Es war ein Muss, sorry, aber es ist so. Und ich habe es schon, kommen sehen. Deswegen dachte ich mir so, okay, ich habe Anna-Maria gesehen, ich so, wir kriegen das schon hin. Okay. Aber ja, man muss ja auch immer sagen, ich betone das auch immer wirklich nochmal, ne? Und deswegen, ich fand das jetzt auch sehr schön, wie du das gesagt hast.
die Karriere endet ja nicht, wenn man ausscheidet. Also ich meine, es gibt so viele Kandidatinnen in den Jahren oder, keine Ahnung, auch in anderen Branchen, ja, die, ich sag mal, nicht auf Platz 1 gekommen sind im Wettbewerb, aber vielleicht auf Platz 1 gekommen sind danach im Business. Ja, und ich glaube, wer so viele große Jobs schon abkassiert hat wie du, muss sich jetzt, glaube ich, da nicht so Sorgen machen. Nee, ich würde auch sagen, dass es für mich auch erst jetzt, ja, der Anfang ist von meiner Karriere. Heidi hat schon dafür gesorgt, dass ich das alles erleben darf und dass ich, ja, alles versucht habe in dieser Staffel. Also ich habe alles ausprobiert und ich bin ihr natürlich auch sehr dankbar, dass sie das mit mir alles gemacht hat, mit allen Mädels, aber es geht hier momentan um mich. Es deswegen, geht um dich, ja. Ja, deswegen freue ich mich auch, dass ich Jobs bekommen habe, dass ich so viel gesehen habe, dass ich so viel erleben durfte. Das ist einfach richtig krass und ich habe mich auch off-cam von Heidi verabschiedet und ja, sie hat mir auch Sachen erzählt, wo ich wusste, sie glaubt an das, was ich kann und sie weiß, dass ich es auch weiter schaffen werde. Deswegen, ich denke, sie hat sich gar keine Sorgen gemacht, dass ich nee, raus... Nee, ich glaube, da macht sich niemand so große Sorgen. Wie ist denn dieses Gefühl jetzt? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt kommt ja wieder so ein Umbruch, ne? Jetzt endet diese Topmodel-Zeit langsam. Und ich meine nicht nur, weil du jetzt nicht mehr dabei bist, sondern die endet ja jetzt zeitnah für alle. Und damit endet ja auch so ein riesengroßes Kapitel und ein neues Kapitel wird aufgemacht. Und man weiß ja nicht, wohin das geht. Man hat natürlich eine Vorstellung davon. Wie ist das so für dich? Ich bin offen für alles, was auf mich zukommen wird. Ich sehe momentan, ich muss sagen, es läuft gut momentan, auch was ja, Jobs angeht und die Kunden, die mit mir arbeiten möchten. Also ich versuche dann natürlich meine Arbeit zu machen und professionell zu bleiben. Deswegen freue ich mich auch, wenn was Neues kommt. Ich meine, ich will in der Branche bleiben. Ich werde so eine Mischung machen von Social Media und Modeln, weil ich finde, das ist eine gesunde Mischung, wenn man das so vergleichen kann. Und ja, schauen wir mal. Also mein Ziel ist es einfach, so viel wie möglich zu reisen und ja, das Beste aus meinem Leben zu machen. Also würdest du sagen, so wie ich das jetzt rausgehört habe, die Teilnahme an Germany's Next Topmodel hat sich für dich in jedem Fall mehr als gelohnt? Ja, klar. Ich kann mich auch gar nicht beschweren, dass ich den Titel von Germany's Next Topmodel nicht kriegen kann, denn mir geht es einfach gut mit dem, was ich bekommen habe von GNTM und was jetzt noch dazu kommt. Deswegen, ja, ich kann nur Danke sagen, ganz ehrlich. Wie war das so für dein Umfeld? So Familie, Freunde, die gucken das ja alle, die kriegen das mit. Ich meine, im Vorfeld kannten sie nur bestimmte Sachen aus Erzählungen und jetzt plötzlich sehen die das alles und dann hängst du da auf Werbeplakaten. Also ich meine, das macht ja auch was mit dem Umfeld von dir. Ja, ich bin sehr froh, dass meine Eltern von Anfang an dabei waren und die haben mich richtig supportet, genauso wie mein Freund. Er hat dafür gesorgt, dass alles zu Hause läuft, wenn ich irgendwo in L.A. chille in einer Villa. Aber die sind sehr stolz auf mich. Wir haben ein paar Intimissimi-Läden hier besucht in Köln. Es gibt sogar zwei davon, soweit ich weiß. Und meine Eltern wollten Bilder machen und die so, ja, guck mal, das ist meine Tochter und. Süß, also ja. Die fanden das richtig. Die wichtigste Frage zum Schluss, ich darf sie nicht vergessen, ich habe sie nämlich letztens vergessen. Welche Kandidatin ist dir am allerersten Drehtag so krass ins Auge gestochen, wo du so dachtest, boah, ich glaube, das könnte auf jeden Fall Germany's Next Topmodel werden? Darüber habe ich auch nachgedacht, um ehrlich zu sein. Und ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber ich habe einfach keine Person richtig wahrgenommen, um zu sagen, ey, ich muss jetzt überlegen, wer jetzt eine Konkurrenz für mich sein kann, weil wir uns direkt kennengelernt haben und ich habe mir so, oh mein Gott, sind die alle voll cool. Mhm. Und ich konnte die jetzt irgendwie nicht so, weißt du was? Ja. Du fandest die alle toll und hast jetzt nicht schon so in Plätzen gedacht, so wie man das jetzt als Zuschauer macht. Ja, richtig. Ja. Also für mich, ich sag dir, diese GNTM-Reise war für mich einfach nur wie so eine Bubble. Das war ein Traum. Ich habe das gar nicht so... ja, wahrgenommen. Es ist einfach so gelaufen und es ist einfach krass. Also ich weiß nicht, wo ich war in der Zeit. Ich habe so lange gefehlt von zu Hause, aber es war eine richtig krasse Zeit. Kam dir die Zeit eigentlich länger vor, als sie war? Oder ging das super schnell vorbei? Die ersten Wochen gingen noch klar, aber es gibt ja diese Pause dazwischen, diese Winterpause. Ja.
Und die letzten Tage, wo du weißt, okay, es wird Zeit, dass du nach Hause gehst, die vergehen einfach nicht. Weil du weißt, okay, du siehst jetzt nächste Woche deine Familie wieder, du bist zu Hause und diese Zeit vergeht einfach nicht. Und du guckst, wir haben eh nichts zu tun in der Villa, du guckst einfach aus dem Fenster und du denkst dir so, okay, ich warte jetzt einfach, bis die Zeit vergeht und ich zurück bin. Weil es im ersten Drehblock auch viele freie Tage gab. Wir waren nicht so viel unter Stress, wir mussten nicht so viel schnell erledigen. Im zweiten Block haben wir uns gesagt, wir gönnen uns diese Zeit, wir genießen diese Zeit, wir werden einfach ja, unser Leben leben da drin und deswegen kann ich mich auch nicht beschweren. Ich habe das richtig genossen und ja. Ja, glaube ich. Mega. Ich bin sehr gespannt, wie es auf jeden Fall bei dir weitergeht. Ich weiß, du hast jetzt schon wieder Koffer gepackt. Für dich geht es jetzt, glaube ich, lass mich überlegen. Ich glaube, Italien, ne? Ja, richtig. Ich freue mich richtig drauf. Ja, und ich hatte das Gefühl... auch Intimissimi und Calcedonia, deswegen... Ja. Läuft bei dir. Finde ich gut. Ich danke dir wirklich mega, Ida, dass du dir wirklich diese Zeit genommen hast, dass ich dich nochmal überzeugen konnte, dieses Zeitfenster hier einzuräumen für die ganzen Fans da draußen und natürlich auch für mich. Ich würde sagen, wir sehen uns spätestens beim Finale. Ja, richtig. Ja, da sehen wir uns und dann ja, bin ich mal gespannt, was alles noch so kommt. Folgt Ida auf jeden Fall bei Instagram. Ich glaube, da bekommt ihr noch schnellere Einblicke als hier bei mir, definitiv. Und dann ja, verabschiede ich mich erstmal an dieser Stelle. Ich sage bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. In diesem Sinne, danke. Auf Wiedersehen. Ciao.